Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Ja, bevor es losgeht, ich denke mal, ihr könnt sehen, dass mein Auge wirklich geisteskrank rot ist. Das Video sollte eigentlich auch gestern schon kommen, aber gestern war das Ganze noch schlimmer und noch geschwollener. Vermutlich ist das Ganze wegen einer allergischen Reaktion. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr verzeiht mir das und heute im Video geht's um die M13. Ich habe auf jeden Fall ein Klassensetup am Start, mit der die M13 so gut wie keinen Rückschuss hat. Das ist wirklich krank, wie gut man die Waffe dann kontrollieren kann. Und zusätzlich gibt es noch ein paar Infos über Season 2, die jetzt ungefähr in der Woche kommen wird. Deswegen, falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und in Zukunft keine Videos verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Würde mich echt mega freuen. Road to 1,9k ist da. Und Leute, ich würde sagen, labern wir gar nicht so viel. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. So, wir joinen mal wieder nach. Ich muss auf jeden Fall zu der Klasse, beziehungsweise zum Klassensetup sagen, dass jetzt nicht unbedingt gut für Shootouts geeignet ist, beziehungsweise für kleine Maps. Ihr seht schon, die Waffe zoomt schon relativ langsam rein, aber auf die Distanz, also auf mittelgroße 6 gegen 6 Maps, beziehungsweise wenn man die Gegner auf die Distanz hält, ist es wirklich eine geisteskrank präzise und starke Waffe. Ich finde auch, man merkt wirklich deutlich, dass die Waffe verstärkt worden ist nach dem kleinen Playlist-Update. Es macht wirklich ohne mal Spaß mit der Waffe. Und ihr seht schon, die Waffe hat wirklich fast keinen Rückschuss mit diesen Aufsätzen. Let's go. Also mit dieser Waffe kann man wirklich so gut Weitschüsse machen. Komm schon. Also sie ist einfach so präzise, es ist nicht mehr normal. Also falls ihr irgendwie Probleme mit Weitschüssen habt, zockt auf jeden Fall dieses Klassensetup. Oh, was war das für ein Glück. Krank. Einfach krank. In der Beta war die M13 wirklich eine der stärksten Waffen, die man zocken konnte. Und ich finde irgendwie, als das Game dann rauskam, war sie dann doch nicht mehr so gefragt bei den meisten. Die meisten haben wirklich M4 gespielt, weil sie halt nochmal ein Stück weit besser war. Ich finde aber jetzt mit dem Update kann man sie wirklich gut zocken. Okay, sie sind wirklich alle da. Wenn ihr diesen kleinen Teaser von Call of Duty verpasst habt, gönnt ihn euch auf jeden Fall. Ihr findet ihn auf Instagram, auf Twitter, überall auf den Call of Duty Seiten eigentlich. Dort hat man eigentlich so eine kleine Datei gesehen mit dem Ghost-Charakter. Diese Waffe ist einfach ein Monster. Was dann noch quasi in den Vordergrund so ein bisschen gestellt wurde, war jetzt quasi, wenn ich mich nicht 100% täusche, war es eine Map, beziehungsweise es hat extrem vom Style her ausgesehen wie Rust. Deswegen kann es wirklich gut möglich sein, dass wir mit Season 2 die Map Rust bekommen, worauf ich mich wirklich freuen würde. Denn Rust war wirklich eine gute Map, allerdings glaube ich nicht, dass sie gut für den 6 gegen 6 Modus geeignet sein wird. Ich glaube eher, dass es dann einfach genauso laufen wird wie auf Shipment. Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt gespannt, was in Season 2 alles kommen wird. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr als in Season 1 kommen wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Maps ihr euch wünschen würdet in Season 2. Ich denke, dass es vom System genau dasselbe sein wird wie in Season 1, dass man quasi die Waffen alle gratis freispielen kann, aber die ganzen anderen Sachen im Battle Pass kaufen kann. So, bevor es jetzt mit dem Video weitergeht, zeige ich euch erstmal das M13 Klassensetup, mit der die Waffe wirklich so gut wie keinen Rückschuss hat, konnte man, glaube ich, ganz gut sehen in den letzten Runden. Auf jeden Fall nehmt ihr da bei den Aufsätzen, bei der Mündung den Monolith-Scheinwerfer, was der letzte ist, den man freischalten kann. Hier wird die effektive Reichweite noch ein bisschen erhöht, das auch extrem gut da im letzten Patch die effektive Reichweite bzw. der Schaden auf die Distanz noch ein bisschen erhöht wird allgemein bei der Waffe. Dann beim Lauf benutzt ihr den Tempus Meisterschützenlauf, der nochmal für die Rückschusskontrolle und die effektive Reichweite gut ist. Beim Laser und beim Visier nehmt ihr nichts. Beim Schaft benutzt ihr den Forgetag Stalkerlauf, der ist auch nochmal für die Zielstabilität gut, was auch die Präzision von der Waffe auch unnormal ausmacht. Dann beim Unterlauf benutzt ihr den Söldnervordergriff. Theoretisch könnt ihr auch den Schützenvordergriff oder den Rangervordergriff nehmen, also ich wechsle da immer so ein bisschen durch. Ich persönlich bin mit dem Söldnervordergriff eigentlich am besten klar gekommen, müsst ihr einfach mal ein bisschen rausprobieren. Und bei der Munition habe ich das 50-Schuss-Magazin. Ich finde es eigentlich immer ein bisschen besser, wenn man relativ viel Munition hat. Theoretisch, wenn ihr merkt, ihr kommt mit dem Standard-Magazin auch klar, könnt ihr auch zum Beispiel noch einen Griff draufklatschen oder Fingerfertigkeit als extra oder vielleicht noch ein Visier draufklatschen. Aber das ist auf jeden Fall die M13-Klasse, die so gut wie keinen Rückschuss hat, also wirklich extrem präzise und auch ohne mal gut für Weitschüsse zum Beispiel. Testet das Ganze gerne aus und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go. Es gibt ja jetzt schon Gameplay von der Waffe, die wir jetzt noch gar nicht in-game haben. Und zwar geht es um die Vector, die wir jetzt, glaube ich, auch aus Modern Warfare 2 kennen. Das würde ja dann quasi zu Season 2 auch passen. Das kann natürlich heißen, dass die Vector jetzt eine Waffe ist, die jetzt demnächst in das Spiel reinkommen wird. Würde mich echt mega freuen, denn eine neue MP könnte das Spiel auch wirklich mal gut gebrauchen. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu der Vector in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Waffe wünscht ihr euch jetzt noch in Modern Warfare. Ich werde auf jeden Fall versuchen, wenn Season 2 kommt, ohne mal viel Content rauszuhauen. Ich werde versuchen zu streamen, Videos rauszuhauen, mit neuen Waffenvideos rauszuhauen. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt, habe auch mega Bock drauf. Ich weiß nicht, wieso der 10 gegen 10 Modus Spaß macht. Also ich habe ihn gefühlt Ewigkeit nicht mehr gezockt und das letzte Mal, als ich ihn gezockt habe, hat er einfach gefühlt einfach keinen Spaß gemacht, weil einfach nur gecampt wurde. Aber jetzt die letzten Runden waren auf jeden Fall in Ordnung, muss ich sagen. Let's go. So. Nein, Claymore. Oh, belastend. Ich glaube, von der Präzision her gibt es fast keine Waffe, die da mithalten kann. Das ist wirklich so extrem krank. Let's go. Drohne raus. MP7. Wie lange habe ich nicht mehr mit der MP7 gespielt? Das ist wirklich nice. Ah, oh, ist so One-Shot. Immer noch eins vor Orbi. Let's go. Ich brauche Plünderer-Paket. Orbi. Nein, da ist noch einer.
Der ist direkt hier. Let's go. Kann jetzt nicht. Was? Nein, 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 Teammate. Du bist jetzt nicht an ihm vorbeigerannt. Belastend. So, letzte Runde Shootouts würde ich sagen. Was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist, ich kann jetzt endlich die Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal aktivieren. Das heißt, ihr könnt theoretisch Mitglied werden auf meinem Kanal. Also es ist noch nicht aktiviert. Ich muss noch ein paar Emotes einstellen, beziehungsweise muss noch ein paar Dinge fertig einstellen, damit das Ganze nicht so 0815 ist. Aber in den nächsten Tagen, beziehungsweise ich denke mal spätestens am Sonntag sollte das alles geregelt sein, beziehungsweise spätestens zum nächsten Stream. Ah, diese M13, sie schmeckt so saftig. Natürlich hat man durch die Mitgliedschaft auch Vorteile. Also ich werde natürlich immer, wenn ich Abo-Zock mache, die Leute dann ein bisschen bevorzugen, beziehungsweise eher mit den Leuten spielen. So, das wäre es auf jeden Fall von dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Call of Duty, Modern Warfare und allgemein COD-Videos verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo lassen. Würde mich echt mega freuen. Road to 1,9K ist da. Und schreibt mir auch gerne eure Meinung zu der M13, zu Season 2 in die Kommentare, zu allem Möglichen, was ich hier angesprochen habe in dem Video. Und Leute, das wäre es von mir. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.